Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Vanta Call of the Wild. Und es gibt schon wieder ein neues Update, das wir uns mal so ein bisschen angucken. Den Rest werden wir dann auf dem Weg klären. Wir müssen natürlich gleich zum Tower, den wir bei Nacht hier besuchen sollen. 660 Meter ist es weg. Was aber neu gibt, sind tatsächlich Rucksäcke. Ist ganz cool, wenn man längere Strecken gehen möchte. Und vielleicht noch ein Zelt mitnehmen möchte. Ist als DLC verfügbar, ist glaube ich umsonst. Ich habe zumindest nichts gekauft, von daher muss es umsonst sein. Und da sehen wir sie schon. Es gibt einmal große Rucksäcke, dann diese mittleren hier und diese ganz kleinen in drei verschiedenen Farben. Da sehen wir es. Erhöhte Sichtbarkeit und erhöhte Geräusche. Das sind die Nachteile der Rucksäcke. Und hier sehen wir die Tragekapazität. Plus 3, plus 6 und plus 9. Aber natürlich machen wir da mehr Lärm, sind mehr sichtbar fürs Tier. Also muss man jetzt überlegen, ob man das braucht. Manchmal ist Gebrauch tatsächlich bei manchen Sachen, wenn du denkst, okay, ich möchte das vielleicht dann mal mitnehmen und das hier lassen. Oder wenn man zum Beispiel, ich benutze zum Beispiel keine Duftstoffe, weil ich keinen Platz dafür habe, könnte man jetzt sagen, okay, ich nehme mir so ein kleines Backpack hier, habe 3 Kapazitäten frei und kann mir noch Duftstoffe zum Beispiel mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was sie hier verbrauchen. An Dings steht das hier irgendwo. Hier, 0,5. Also du könntest theoretisch noch 6 von den Duftstoffen mitnehmen. Ne? Also auf jeden Fall ganz cool eigentlich, dass man das machen kann. Das ist so die größte Änderung von dem Update, wobei nicht nur das. Bevor wir gleich loslegen, gucken wir uns nochmal schön das Inventar an. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Das sehen wir hier schon. Wenn wir die Waffen hier anklicken, die Lockmittel, haben wir hier einen Überblick. Ausrüstung und Fernglas. Das ist immer dieses kreisrunde Menü. Was auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, glaube ich, dass es halt für die Konsolen rauskommt. Und auf den Konsolen mit dem Gamepad ist das wahrscheinlich leichter als so ein Auswahlkreisrad. Und du musst es ja dann draufziehen. Wobei, das musst du wahrscheinlich auch ziehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja. Wie sie ziehen müssen. Und hier ist dann halt dieser Schnellzugriff, da siehst du, was du von 1 bis 0 belegt hast. Das ist neu, ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen. Die Tiere frieren nicht mehr fest an den Outposts. Das war auf jeden Fall schon die beste Neuigkeit, ja. Kein ewiges Feststecken mehr der Tiere. Die Belohnungsraten wurden ein bisschen angepasst. Und ich laufe in meine Richtung, während ich hier kurz auf mein Handy gucke, was noch so neu ist, denn ich habe das natürlich nicht auswendig gelernt. Nachladen. Manuelles Nachladen und manuelles, wie nennt man das? Kammerladen. Gibt es dafür ein Wort? Ich weiß nicht. Man kann die Kammer auf jeden Fall manuell nachladen. Ich habe jetzt alles auf Auto stehen. Ich hoffe, das zählt jetzt auch für die Einzelschusswaffen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber man kann jetzt in den Optionen auf jeden Fall das, was wir beim letzten Mal schon gesucht haben, nämlich hier unten manuelles Nachladen und manuelles Nachladen. Also einmal steht manuell nachladen, einmal manuelles Nachladen. Das eine hier, wenn ihr unten das hier nicht stehen würde, wisst ihr nicht, was man damit meint. Hier steht, dass man die Waffe manuell nachladen muss und hier steht, dass man nach jedem Abfeuern der Waffe manuell nachladen muss. Das heißt, dass das wahrscheinlich eher so was wie das Repetieren ist, nehme ich an. Was ich jetzt erstmal beides deaktiviert habe. Wir können das später vielleicht mal austesten, was sich ändert, wenn wir das anschalten. Dann haben sie auf jeden Fall ein paar Missionen erleichtert. Muss ich sagen, da können wir vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht das Dammhirsch-Foto machen. Ich weiß gar nicht, ob das dabei ist. Hier steht auf jeden Fall, dass ein paar Conditions von Gold to Silver geändert wurden oder High-Scoring Animal Removed. Ich weiß nicht mehr, welche Mission das war. War das irgendwie Sommermission? Sommer 2? Sommer, keine Ahnung, Jäger? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Das Bärenfoto wurde geändert. Man muss nicht mehr ein Foto von 2 Bären machen, sondern 2 Fotos von 2 verschiedenen Bären. Was deutlich leichter ist als ein Foto mit 2 Bären. Da haben wir uns auch schwer getan, wurde endlich geschafft. Dann Blutungsraten habe ich schon, glaube ich, gesagt, die waren extrem hoch, die wurden ein bisschen angepasst. Animals werden nicht mehr an den Outposts eingefroren. Verlassen nicht länger die Spuren bei Bedürfnisgebieten, was das genau heißt, weiß ich nicht. Fliehen nicht mehr so aus dem Kreis, also das Fluchtverhalten wurde ein bisschen verbessert. Und dann wurden noch die Bären verbessert, beziehungsweise die Animation, wenn die getroffen werden, weil die sind manchmal so stehen geblieben einfach. Und dann noch so Kleinigkeiten, User Interface Sachen, wie das neue Inventory, was wir gesehen haben. Codex wurde verbessert und bla bla bla. Nicht so interessant. Sound wurde geändert. Change the voice overline for there's a track nearby. Das stimmt, das hat mich gerade auch schon gesagt.
Er hat gesagt, oh, ich war hier gerade unterwegs und habe deine Spur gesehen. Ich markiere sie auf dem GPS. Die Meldung haben wir von Doc bekommen. Und noch so ein paar grafische Sachen, die angepasst wurden. Aber ich denke, das mit den Rucksäcken ist das Wichtigste. Das Nachladen ist ganz cool. Ich hoffe, wie gesagt, dass es für die Einzelwaffen auch zählt. Dann sind wir damit auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Und wir sind gerade auf der Mission Richtung Lodge. Denn da müssen wir hin. Und dann beim Aussichtsturm bei Nacht. Was müssen wir nochmal machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Lass mal ein bisschen. Dankeschön. Irgendein Tier, glaube ich, erlegen, was nur bei Nacht da ist, richtig? Genau. Ist aufgefallen, dass ein stattlicher Bulle sich gerne in der Nähe des Aussichtsturms am Layton Lake. Layton Canyon aufhält. Doch immer dann, wenn sie ihn in der Nähe ansehen wollte, war der Bulle verschwunden. Und sie hat ihn nur nachts gesehen. Deshalb sind wir im Dunkeln unterwegs. Deshalb müssen wir zu dem Tower. Ich hoffe, das ist der richtige Tower. Aber eigentlich geht es nicht anders, weil wir in diesem Gebiet hier sein müssen. Was ist das hier oben denn? Ich weiß es nicht. Aber ich meinte den Aussichtsturm, ne? Da läuft schon irgendwas, aber ich tippe eher auf Hase oder sonstiges. Oder auch nicht. Lol, das ist ein Speer. Da ist aber noch irgendwas. Da ist aber noch irgendwas. Meinst du, nur schieße ich halt auch den Bären, ne? Hört ihr sich das aus? Da hinten ist gelaufen. War ein Elch, glaube ich. Ich glaube, das war ein Elch. Ich habe ihn nur mal so kurz da langtraben sehen, so ein Schatten. Müsste eigentlich ein Elch gewesen sein, aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Erstmal in die Kamera richtig rücken, so. Oh, das ist ein Reh. Ach, ein Hirsch. Alle Tiere einmal durch. Aber der Bär kommt auch, richtig? Und läuft immer noch, von wegen verbessert Flugverhalten. Man ballert hier rum und die Vieh juckt das gar nicht. Die juckt das einfach null. Aber gut, das erste Tier mal erlegt. Ich warte mal kurz, was da noch kommt in den Büschen. Irgendwas scheint da noch rumzurennen, aber ich höre nicht genau, was es ist. Es callt halt auch nichts. Also ich höre nur die Schritte die ganze Zeit. Ich könnte mal gucken gehen. Dem einen hier schon mal in die Wirbelsäule geschossen, deshalb lacht er direkt. Die Einfährten sind von dem Bär. So groß wie die sind. Ein Wildnisgebiet ist hier. Und ein Kojote ist auch hier. Na gut, gucken wir mal. Da werden wir wahrscheinlich zum Tower kommen. Weil so weit ist ja nicht mehr weg, ne? 200 Meter noch. Wir uns also dann mal an, aber ich gehe jetzt erstmal den Hirsch hier einsammeln. Dann gehen wir mal zu dem Bedürfnisgebiet, mal gucken, ob wir da vielleicht dann das entsprechende Tier sehen, was da noch rumläuft und die Schritte verursacht.
Aber erstmal bestätigen wir den hier. Lol. Abpraller ein Steißbein oder was? Brustwirbelsäule. Ich habe nämlich tatsächlich die Brustwirbelsäule getroffen. Guck mal, steht richtig Brustwirbelsäule und das ist markiert. Ja, das auf jeden Fall schon mal. Nein, ein Bug und da hinten zieht, glaube ich, der Bär. Da hinten zieht der Bär. Jetzt haben wir natürlich die Animation nicht so richtig gesehen, weil der so ein bisschen verdeckt war. Der läuft doch immer noch hier rum. Ach, der Elch. Könnte er im Baum schon gegangen sein, aber der hat kurz gezögert. Kurz verharrt, das heißt, den sollten wir eigentlich getroffen haben. Das ist auch ein Bedürfnisgebiet. Den Bär haben wir, glaube ich, gut erwischt. Das sieht mal einen guten Treffer aus. Und den Elch haben wir auch gut erwischt, glaube ich. Leute, wie viele Bedürfnisgebiete sind denn hier? Ist alles voll. Der Bär liegt auch schon da vorne. Sehr gut, der Schuss war also echt ganz gut. Hier haben wir von dem Kojoten das Bedürfnisgebiet. Guck an, das ist auch alles von dem. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal kurz den Bär einsammeln. Dann gucken wir uns den Elch an. Dann haben wir schon ein paar Tiere erlegt. Das ging dann wieder leichter als erwartet. Aber der Elch scheint echt ein bisschen neben der Spur gewesen zu sein. Hier auf jeden Fall ein Schuss durch beide Lungen durch. Deshalb auch die Flucht relativ kurz. Gucken wir mal, ob wir den Elch auch halbwegs gut getroffen haben, um da nicht noch Ewigkeiten warten zu müssen. Ach, liegt auch da vorne, guck. Sehr gut. Also kurze Fluchtstrecken trotz des Updates. Ich glaube, wir haben halt nur die Blutpferden angepasst, ne? Nicht den Fluss an sich, nur dass die Pferden, die waren davor immer so Meter, 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 Meter. Nach jedem Meter ungefähr so ein Wutschwur. Jetzt haben sie es angepasst, dass das nicht mehr so häufig auftritt. Aber dafür haben wir den Elch hier am Start. Ebenfalls durch beide Lungen geschossen. Also der Schuss war sogar fast vorne dran ein bisschen. Aber hat trotzdem noch gesessen. Also ich glaube echt, die haben die Durchschlagskraft der Waffen nochmal erhöht. Beim Bär erst durch den Knochen und dann beide Lungen und beim Elch auch durch beide Lungen. Nicht schlecht. Na gut, ich habe jetzt natürlich auch die 338, aber wir sehen, die 338 hat ebenfalls automatisch nachgeladen. Das ist sehr erfreulich. Ja, das hilft mir ungemein. Und ich glaube, führt dazu, dass wir weniger Klack-Klack in den nächsten Videos sehen. Das war echt ätzend, oder? In den letzten Videos habe ich ja quasi jedes Mal versagt beim Nachladen. War auch ein Stück Gewohnheit, glaube ich, ne? Ich meine, ich spiele es privat nicht so viel. Und dann, wenn du halt immer gewohnt bist, dass du nie nachladen musst und das automatisch machst, so wie jetzt wieder, dann schleicht sich das schon ein, dass du das dann zigmal vergisst, weil du nicht damit rechnest. Gerade auch, weil ich das Tobii Eye Tracking benutze und dadurch wird die Anzeige unten im Ausgang, wenn ich nicht da hingucke. Und wenn du das nicht so immer im Augenwinkel in Betracht hast, dann fällt dir das auch nicht auf, wenn eine Null steht oder so. Ne? So, wenn du es jetzt im Blickwinkel hast, dann guckst du vielleicht ab und zu mal dahin. Guckst mal drauf, so wie ich so bin, ne? Würde ich da so und so. Und dadurch, dass es ausgeblendet wird, vergisst du das manchmal auch einfach. So, wir sollen jetzt da hoch. Der soll relativ weit wegstehen, glaube ich, oder? Ich habe zumindest irgendwas von einem Long-Distance-Shot gehört. Aber ist das überhaupt der Aussichtspunkt? Der müsste doch dann eigentlich gleich triggern, oder? Oder erst, wenn wir da oben sind. Gehe bei Nacht zum Aussichtsturm. Ich gehe mal da hoch, ne? Müsste der ja dann sein. Würde sonst keinen Sinn machen. Da vorne ist auch ein Bedürfnisgebiet schon wieder. Aber wir gehen erstmal nach oben. Okay, ja, das ist tatsächlich getriggert durch die Höhe wahrscheinlich. Erlege den Roosevelt Wapiti Bullen. Ja, aber wo ist der denn? Warte, das ist ein Elch. Oder das ist ein Riesenelch. Locker Diamant.
Der ist locker Diamant, aber ich will die Mission machen. Wir haben letztes Mal schon Diamant gehabt. Wenn wir den Vampiti-Bullen jetzt nicht sehen, dann erlegen wir halt den Elch. Ist mir auch egal. Ich glaube, der frisst hier vorne. Ich höre den irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Wo soll er denn sein? Da sind wir ganz oben. Ich glaube, von ganz oben kann man gar nicht runterschießen, oder? Dann find den mal. Musst du echt das Glück haben, dass der jetzt hier auftaucht oder was? Oder wird der hier hingespawnt? Irgendwas läuft hier, aber ich sehe ihn nicht. Es ist der Elch, den ich höre, ne? Ja, natürlich ist es der Elch. Okay, der hat mich aber jetzt wahrgenommen. Aber ich sehe hier in der Tat keinen einzigen Wapiti-Bullen stehen. Bis auf den Elch, den wir hinten gesehen haben. Schade, ich dachte, das ist vielleicht so ein Missionstier. Wird dann einfach irgendwo steht. Aber muss ich jetzt echt hier beten, dass da ein Wapiti-Bulle kommt? Dann wird das eine harte Mission. Dann wird das echt eine harte Mission. Ich kann mal callen, in der Hoffnung, dass vielleicht einer zurückcallt. Wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber. Weil besser fällt mir gerade nicht ein. Da hinten ist auf jeden Fall Elch. Ich call mal den Elch ran. Ich call mal den Elch ran, auch wenn der wahrscheinlich nicht kommen wird. Weil er zu groß ist. Aber. Wenn der Vapiti hier sich nicht zeigt. Was sind das da unten denn für Fährten? Elch. Okay. Wahrscheinlich auch das Bedürfnisgebiet von dem Elch hier. Der irgendwo da vorne am Wasser gerade rumrannte. Da steht er. Ja. 150 Meter, wir hauen ihn einfach um, oder? Aber ich müsste eigentlich einen guten Schuss auf den anbringen, weil ich glaube, das ist echt ein Diamantelch. Ich glaube, das ist echt ein Diamantelch. Deshalb warte ich mal kurz, bis er ein bisschen näher kommt. Solange hat der Wapiti-Bulle noch Zeit, sich zu ergeben. Na guck, jetzt habe ich ihn gespottet, tatsächlich. Aber das ist auch ein Gebiet von einem anderen. Höre ich nicht auch einen anderen? Ich habe gedacht, ich habe noch Schritte gehört von hier rechts unten irgendwo. Aber ich kann mich auch durchaus täuschen. Deshalb warten wir einfach mal auf den Elch, der hoffentlich gleich wieder aus dem Wald rauszieht. Davon ist er. Hinterm Felsen gerade. Hinterm Felsen. Ich denke, wenn er auf 100 Meter ran ist, können wir den ruhig erlegen. Aber womit? Lungenschuss oder Herzschuss? Herzschuss geht daneben, glaube ich. Meine Schild ist schön breit, ne? Aber es ist so dunkel. Macht das Licht aus, wenn ich den Scope habe? Ne. Oder? Ne. Aber das Scope dunkelt einfach so krass ab. Ja, ich weiß. Dass du da stehst. Ich sehe dich, aber. Du müsstest schon aus den Büschen raus. Am besten auf hellen Untergrund. Weil so sehe ich dich leider nicht. Ja, komm mal da aus dem Fels da raus, hör mal. Steht hinter dem Baum.
ich kann halt den Schuss nicht verkacken, ne? Aber der wird so schwer zu schießen. Der wird so schwer zu schießen, weil ich nicht. Ich hätte ihn schießen, als er gerade hier vorne stand. Da stand er breit, da stand er nah. Da hätte ich ihn vielleicht kriegen können, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch nicht gegen das Geländer hier schieße. Ne? Wobei, das ist eigentlich. Das passt eigentlich. Müsste klappen. Bleibt jetzt echt da hinten im Wald drin? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist aber nicht deren Ernst. Komm da bitte raus, mein kleiner Freund. Sieht irgendeiner den Wapiti? Nö. Der ist nicht da. Von der Outline ist doch auch viel weniger geworden, oder? Das war doch schon mal stärker. Ich mach's einfach mit dem Lungenschuss. Ich hoffe einfach, dass der nicht so weit geht. Und ich dann noch halbwegs guten Bonus bekomme. Weil sonst hätte der mir jetzt, glaube ich, noch länger gewartet. Wo muss ich denn hier hoch? Runter. Runter muss ich ja, stimmt. Hier? Ja, tatsächlich. Hier müssen wir runter. Wir gucken mal, ob der tot ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Jawohl, tot ist er. Der hat noch nicht lange gelebt. Der Schuss war also ganz ordentlich. Ich hoffe, dass die 338 da gute Dienste geleistet hat und den relativ schnell zum Liegen gebracht hat, damit wir die Boni haben und das vielleicht ein Diamantelch sein könnte. Wird aber auf jeden Fall ein Goldelch sein, weil wir haben ja schon Goldelche geschossen in letzter Zeit. Das war der Wahnsinn, dass sie gedacht, das sind weibliche Elche, weil die kein Geweih haben. Aber einer von euch hat in den Kommentaren auch geschrieben gehabt, dass er auch ein Diamantelch geschossen hat, der so ähnlich aussah wie der, den ich versammelt habe damals. Also die scheinen, glaube ich, echt angepasst worden zu sein. Ich guck mal, ob das hier vielleicht die Wapiti-Dinger sind und wir da dann einen Anhaltspunkt kriegen, um wie viel Uhr die denn jetzt hier sind. Oder der eine Bulle zumindest. Na, okay, das ist einer. Bis 21.30 Uhr. Was habe ich denn? Oh, ich habe schon so spät. Okay, da ist dann eher eine Abenddämmerung hier wahrscheinlich. Das macht natürlich dann Sinn. Oh, das ist gar kein Wapiti. Das ist ein Weißwedelhirsch, ich Idiot. Alles klar. Das ist gar kein Wapiti. Ich denke so, hä? 80 Kilo? Bisschen klein. Bisschen klein ist der Gute. Also das ist so ein Anschluss. Wenn irgendwo am Stein hier, ne? Da vorne ist der Anschluss. Da ist zumindest die Blutlache und auch ein Blutgebiet. Das hat er sich deshalb da aufgehalten. Weil er da am Trinken war. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Ich müsste jetzt nur wissen, wohin der geflohen ist. Nach hier oben. Sagt zumindest das GPS, aber so richtig. Da ist die Fährte. Da haben wir die Fährte. Wir sehen den Elch aber noch nicht. Das heißt, er ist doch noch ein bisschen gelaufen. Aber Blutungsgrad Mittel, also kann er nicht allzu weit gelaufen sein. Da vorne geht's weiter. ...50% leben noch. Aber ich glaube, für der Mann reicht's echt nicht. Da hätte ich echt einen besseren. Hätte ich vielleicht mehr riskieren müssen, aber gut, ne? Wenn du halt riskierst, dann Kopfschuss beim Elch ist immer eklig. Wenn du den nicht triffst, dann gute Nacht. Und jetzt habe ich versucht mit dem Lungentreffer, vielleicht auf einen Doppel-Lungentreffer gehofft, aber da war dann wahrscheinlich die Distanz ein bisschen zu groß, um da noch genug Bums zu haben. Das sieht hier nämlich gar nicht nach einem Doppel-Lungentreffer aus, sondern eher nach einem einzelnen 620 Kilo. Ich weiß gar nicht, was die Diamantelche so haben. 0-25%, da vorne liegt auch in einem Büschchen schon. Okay. Hat also noch ein paar Sekunden überlebt, der ist natürlich auch gerannt. Heißt, die Strecke kann auch in kurzer Zeit zurücklegen. Also lassen wir uns mal überraschen, ob er vielleicht noch die Punkte aufs Brett kriegt. Auf das Scoreboard. Silber? Okay, ich habe Effizienzbonus 14%. Mit dem Geweiße haben die das wieder zurückgepatcht?
Warum waren die. Erinnert euch an die anderen Elche, die Gold waren? Die beiden? Ich habe zwei Goldelche geschossen, die waren sehr, sehr klein vom Geweih her. Und der ist jetzt Silber. Wieder Effizienzbonus, klar. Muss man jetzt beachten, der wäre locker Gold gewesen. Na gut. Na gut, nehmen wir mal an. So, leider nur ein Silberelch. Aber der Wapiti war heute Nacht nicht hier anzutreffen. Da müssen wir also mal alle mal gucken. Ich werde beim nächsten Mal vielleicht erstmal nach Hirschfelden wieder zurück. Mal gucken, ob die Fotomission tatsächlich irgendwie geändert wurde, die ich noch offen habe. Oder irgendwelche anderen Missionen, die vielleicht leichter geworden sind. Gucken wir uns da mal wieder ein bisschen um. Das ist es also gewesen von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.